Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen, Kredit ist bei Null, die Mission schreitet voran und ich habe jetzt auch mir das alte Video nochmal angeguckt und habe herausgefunden, ja, das Thema war wirklich der Dünger, weil der sehr schnell runtergeht, weil wir jetzt relativ sparsam, sag ich mal, mit der Saatgutverbrauch sind und deswegen sollten wir natürlich dann doch gucken, dass wir mehr auf Dünger gehen. Also von daher passt das mit der Kombi ganz gut da oben. Und wir brauchen uns da gar nicht jetzt groß Gedanken machen wegen Zusatztank. Was wir jetzt machen, wir werden hier mit Dünger auffüllen. Und wenn der Fronttank leer ist, dann würden wir im Prinzip erst anfangen. Das ist doch Dünger hier. Da können wir doch den hier gerade nehmen. Haha. Ein bisschen näher ran. So. Dann werden wir anfangen und überlegen, ob wir dann mit der anderen Kombi weiterarbeiten und die hier wieder zurückgeben. Dann kriegen wir auch ein bisschen Geld wieder raus. Gruber haben wir einen. Ich glaube, das würde uns dann auch ausreichen. Da brauchen wir uns gar nicht so großartig aufstellen. Das kriegen wir so hin. Das geht. Da habe ich ein bisschen falsch gedacht. Das war mein Fehler. Aber jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, das gibt jetzt halt noch ein, zwei Mal ein bisschen fahren, aber das geht. Weil ich will jetzt auch nicht anfangen, wieder umfüllen, wieder neu machen. Wir machen das jetzt einfach mal hier so weiter. Die Einsaat an sich läuft ja, das ist gut. So, und hier können wir jetzt wieder loslegen. Guck nur, dass wir da anständig jetzt den Punkt finden. Nicht, dass wir jetzt wieder überlappen. Nicht überlappen, sondern eine Lücke lassen. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, jetzt kann er hier mit dem Dünger weiterarbeiten. Ihr seht ja, Saatgut geht wenig runter. Ne? Das ist halt das Thema. Muss man schon ein bisschen schauen. Wir gucken mal, wie es hier aussieht. Ja, das sieht gut aus. Ja, da brauchen wir noch dreimal nachfüllen eventuell. Dann sind wir durch. So, der Grubber arbeitet hervorragend. Das klappt eigentlich. Und das reicht für die 20 Runden für uns auch aus. Definitiv. So, hier sammeln wir schon mal ein bisschen ein. So, da oben vorne ist noch was. Wenn wir mal was richtig sauber. So, muss ja auch sein, ne? So, einmal vor, einmal zurück. Und sauber ist die Luzi. Ja, nee, da habe ich ein bisschen im Kopf falsch überlegt. Habe das verwechselt mit den Kartoffeln. Weil die Kartoffeln natürlich ziemlich übel sind. Aber das so, wie wir das jetzt haben, geht das hier. So. Hier können wir auch schon wieder fleißig Schweinefutter einsammeln. Das ist gut. So, das läuft. Auch das ist gut. Wir gucken mal gerade, was unsere Wurzeln so sagen jetzt. Ob sie zufrieden sind. Ja, das sieht schick aus. Wie gesagt, Kartoffeln, Zuckerrüben können wir gleich noch rüberfahren. Hier sind wir an der Einsaat. Und da sieht man auch, ja, der Dünger geht schnell runter. So, irgendwo wird ein Helfer durch ein Objekt blockiert. Ja, okay. Ich sag jetzt mal nichts dazu, ne? Ihr wisst, was ich davon halte. Aber der Daniel hat es ja auch schon gesagt, der mag die Helfer auch nicht. Also ich mag die Helfer schon, weil das geht schon gut. Aber das Problem ist, die stellen sich manchmal doch ein bisschen sehr dappisch an. Das muss man einfach mal so feststellen. So, wo wollte ich hin? Ich wollte einfach nur irgendwie dahin. Genau. So, Saatgut wird wieder produziert. Das ist gut. Und wir haben jetzt trotzdem unseren Bürger, um hier den Mist zu verfahren. Das ist gut. Dann kriegen wir hier Platz. Denn hier müssen wir uns langsam vorbereiten auf den Agrarhandel. So, und ihr seht, das wird eine Menge. Da waren die Schweinchen richtig fleißig. Jetzt weiß ich nicht, kriegen wir das überhaupt in den Big Body da rein? Ho, von der Höhe. Oh, oh. Das wird eng. Das wird super eng. Das wird schon fast zu eng. Das passt gar nicht. Och nein, der Big Body ist zu groß. Schade. Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn das gleich geklappt hätte. Aber gut, da müssen wir doch den Kleinen nehmen. Dann ist das so. Wir hätten zwar jetzt noch den Lizard holen können, aber ja, ist kein Bock, nochmal hin und her zu fahren. Das füllen wir dann einfach in den rein. Fertig. Geht ja auch. Ist ja kein Problem. Ne? Dafür haben wir den kleinen Hofkipper. Und das ist jetzt auch hier nur eine einmalige Sache. Das ist jetzt kein Dauerzustand. Ist ja nur, dass wir das hier einmal vom Hof haben. Denn den Mist, den wollen wir natürlich weiterverwenden, ne? Klar, den wollen wir natürlich jetzt nicht verschenken. Deswegen werden wir dort gegenlenken. Ha. Gut.
So, ein bisschen was ist es, aber das kriegen wir unter. Notfalls fahren, wie gesagt, zweimal, aber den Platz möchte ich dann frei haben. Ich denke mal, der Agrarhandel, der wird schon ein bisschen größer sein. Ich habe jetzt noch keine große Erfahrung damit. Ich habe den nur jetzt, wie gesagt, als Mod mal gesehen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, wie er dann tatsächlich live aussieht, wie groß er ist, was er, wo Zufahrtsstellen sind, wo man ran muss. Das weiß ich alles noch nicht. Das wird also alles noch ein bisschen Zukunftsmusik bzw. Try and Error sein. Wahrscheinlich mehr Error als Try bei mir, aber das kriegen wir auch gebacken. Jo, Hauptsache, wir kriegen hier erstmal ein bisschen frei. So, da sieht man schon, boah, das ist einiges. Ne? Das ist schon eine ganze Menge. Und den Mist werden wir dann in die BGA bringen. Und da können wir den dann verkaufen. Glaube ich jedenfalls noch. Ne? Konnte man doch. Ich hatte doch da was in Erinnerung. Wo ist unser Mist? Mist, 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 Mist. Auch was ein Mist? Ja, das geht. Tatsächlich. BGA 270 pro 1000. Das ist eigentlich ein ganz guter Kurs. Da können wir dann schon ein bisschen was mitmachen. Und wir kriegen natürlich wieder Gärreste für die Düngerproduktion raus. Das ist auch gut. Was uns natürlich dann entsprechend wieder hilft. Flüssigdünger haben wir ja momentan mehr als genug. Festdünger braucht man noch nicht so viel, aber der produziert auch, weil wir ja schon wieder Gärreste vom Fermentersilo hochgefahren haben. Also von dem Punkt stehen wir da auch sehr gut. Oh, das passt sogar doch vielleicht da rein, hä? Das sah so viel aus. Das sah so viel aus, aber scheint vielleicht doch hinzuhauen. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ja, man muss nicht immer das Größte nehmen. Da hat der Daniel schon recht. Manchmal reicht die Nummer kleiner auch. Ist zwar schön, immer alles XXL zu machen, aber es gibt so einzelne Aufgaben, da ist XXL vielleicht nicht so optimal. Ja, da reicht vielleicht XL oder L aus. Deswegen, da muss ich noch ein bisschen Feingefühl entwickeln. Ich bin ja eigentlich eher so der Optimierungsmensch, aber in vielen Fällen braucht es das gar nicht. Deswegen. Und wir sehen, das sieht bis jetzt gut aus mit dem Kipper. So, Tank ist leer, schon wieder. Das dürfte jetzt. Ah, jetzt ist der Kipper voll. Gut, beziehungsweise nicht so gut, aber okay. Das dürfte jetzt auf der 17 die Einsaat sein. So, und da ist noch ein kleiner Rest übrig, aber nicht viel. Gucken wir erstmal hier auf der 17 jetzt. Ich gehe von aus, dass da der Tank leer ist. Ja, da ist der Tank schon wieder leer. Also, das ist schon heftig, ne? Und da sieht man jetzt auch, ja, man braucht relativ wenig. Also ich glaube, wir füllen das doch anders ein. Das wird zu viel Hickhack und dauernd fahren. Das bringt nichts. Da müssen wir dann doch umstellen. Dann müssen wir das doch umstellen. Die Arbeit machen wir uns jetzt noch einmal, aber dann können wir hier auch in einer Runde durcharbeiten. Alles andere ist ja dann nur wieder Stress ohne Ende. Das heißt, wir stellen das mal jetzt hier ab. Das ist nur das Saatgut aus dem Fronttank, ne? Jawohl. So, jetzt füllen wir erstmal mit Dünger auf. Und ich glaube, das macht einfach mehr Sinn. So. Das passt doch schon ganz gut. Geht auch viel rein, das ist optimal. So, und hinten müsste auch noch ein bisschen Dünger reingehen. Genau. So, und jetzt machen wir den Rest. Den machen wir mit Saatgut voll und dann sollte es jetzt wieder laufen. So, weil ich glaube, damit fahren wir einfach besser, als wenn wir hier permanent nur immer wieder hin und her fahren und versuchen dann das bisschen leer zu kriegen. Also so haben wir es eigentlich ganz gut hingekriegt. So, und jetzt können wir direkt wieder zur Einsaat fahren. Jetzt muss ich nur gucken, ich habe eben gar nicht drauf geachtet, wo wir waren, aber das werden wir rausfinden. Das werden wir herausfinden. Und ich denke mal, so kommen wir auf alle Fälle jetzt besser voran. Deswegen ist es ganz gut, wenn man sich ab und zu doch nochmal die alten Videos so ein bisschen anschaut. So, mal schauen, da sind wir durchgefahren, da sehe ich die Reifenspuren. Da sind wir. Ha, schon gefunden. Dafür ist das mit den Reifenspuren eigentlich cool, ne? Man findet dann gerade auf dem Feld, zumindest wenn jetzt noch nichts groß gewachsen ist, relativ schnell und einfach seinen Platz wieder. So, jetzt kann er loslegen und ich denke mal, das dürfte jetzt deutlich besser laufen. Ja, wir sehen auch das Saatgut.
Geht eigentlich genauso schnell wie der Dünger, ne? Das ist jetzt irgendwie sehr seltsam. Aber trotzdem, ich glaube, wir kriegen das besser hin so. So, hier sind wir jetzt voll. Das ist ein bisschen blöd. Wegen dem kleinen Rest da. Dann machen wir das so. Dann packen wir das hier noch ins, in die Düngerproduktion. Wegen den 2000 Liter oder 1500 mache ich mir jetzt eigentlich jetzt noch keinen Stress. Wir kriegen sowieso mehr als genug Mist raus. Da brauchen wir uns jetzt, glaube ich, da nicht groß stressen. Fuck mal einfach da rein. Wenn wir irgendwann mal so 3 Liter Gülle übrig haben, dann fahren wir die mal hier hoch, wenn uns langweilig ist. Das ist kein Thema. Aber zumindest haben wir jetzt erstmal den Bereich fertig und sauber. So, und das ist ja auch schon mal ein guter Punkt, denn wir brauchen ja, wie gesagt, Platz, damit wir hier weiter arbeiten können. So, und das ist fertig. So, Mist weg. Das war's. Dann machen wir die Hühner nochmal sauber. Dann können wir den Frontlader abstellen. Und dann werden wir mal den Mist runterfahren. So, das erledigt. Bin nur gerade überlegen, wo wir den jetzt hinstellen. Vielleicht da wieder neben die Werkstatt. Das ist, glaube ich, ganz guter Platz da. So, und bei den Hühnern sieht es auch böse aus, ne? Die haben schon. Wow, da ist richtig viel. Das hat man schon lange nicht mehr gehabt, so viel Zeug. Aber Sauberkeit ist wichtig, ne? Ist gut für die Produktion. Gut für die Produktivität. Also Reproduktionsrate auch. Das macht schon ein bisschen was aus. So, machen wir da nicht auch irgendwo die Palettengabel stehen? Ja. Wieso haben wir die eigentlich in Blau geholt? Ich habe keine Ahnung. So. Den einmal abstellen. Den einmal abstellen. Nee, so wollte ich das nicht. Den einmal abstellen. So. Und jetzt den einmal abstellen. Also mich noch ein bisschen runter. Jetzt kann ich es aber. Oh, was ein Glück. Gut. Dann gucken wir uns gleich noch einen Punkt an. Wenn wir eh schon dabei sind. Wir gucken, wir machen. Ich überlege gerade. Wir verkaufen. Ich gucke erstmal, ob ich den neuen Herbizidpunkt schon drin habe. Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Doch, da ist er. Herbizidtanker. Sehr gut. Dann werden wir den hier, den roten, verkaufen, weil der stört uns da. Der muss weg. Denn wir brauchen den Platz, wie gesagt, für später. Jetzt nur gucken, wo der Freund ist. Gott, ist da viel Zeug. So, da ist er. Der bringt uns jetzt zwar kein Geld, aber ist egal. Wir müssen den Platz haben. So, damit ist hier nämlich Luft. Und damit wir das auch nicht verpennen, holen wir uns gleich einen neuen Herbizidtank. Und den können wir uns ja hier oben irgendwo hinstellen, wo sowieso die anderen Sachen alle sind. Oh, das ist doch praktisch, ne? Da können wir den hier hinstellen. Da wird er eigentlich gar nicht groß stören. Vielleicht hier so nebendran. Oder wollen wir hier nebendran stellen? Dann können wir direkt nebendran durchfahren. Ich glaube, das machen wir hier. So, stellen wir da einen hin. Gut, wunderschön. Damit haben wir jetzt einen neuen Herbizidtank aufgebaut. Und zwar hier oben neben unserem Silo. Ich finde, da passt er auch ganz gut hin. Und dann können wir da unser Pflanzenschutzmittel einsammeln und dann stört das auch nicht wirklich, ne? Das ist gut. So, dann werden wir jetzt mal den Mist runterfahren, dass wir das aus dem Kreuz haben. Dann ist das schon einmal erledigt. So, dann fahren wir das nämlich erstmal jetzt da runter zur BGA, die 8000 Liter. Das bringt jetzt zwar nicht so das riesengroße Geld, aber es werden Gärreste produziert und aus denen können wir Dünger machen. Das heißt, wir kriegen Abfall, mit dem Abfall verdienen wir Geld und mit dem Abfall vom Abfall machen wir Dünger. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. So, ist zwar jetzt alles noch ganz klein, Pillepalle, aber ihr werdet sehen, wenn wir da ein bisschen größer aufgestellt sind und dann noch ein paar Tiere da sind, dann wird das eine ganz andere Geschichte. Dann lohnt sich das auch. Das sieht im Moment nur so ein bisschen mau aus. Auch da mal 3000, da mal 2000. Ihr werdet aber sehen, da kommt richtig was bei rum später. Deswegen möchte ich das ganz gerne so ausnutzen. So, 20:47 Uhr. Das ist natürlich blöd, dass schon wieder dunkel ist, aber gut, da können wir jetzt erstmal nichts machen. So. Gerade überlegen, ob wir in die Mischfutteranlage noch ein bisschen Silage packen. Wenn wir jetzt eh schon gerade hier unten sind. Ansonsten läuft ja im Moment eigentlich alles. Dass wir da unsere Versorgung noch ein bisschen machen. Kühe, ja, Heupellets bräuchten sie auch. Die brauchen eigentlich von allem noch was.
Wir müssen irgendwie von allem noch was reinpacken, aber ich glaube, da kommen wir hier mit dem 8000 Liter Kipper nicht weit. Da sollten wir den Lizard nehmen. Ich glaube, der kleine Hofkipper, den braucht man jetzt auch da gar nicht mehr da oben. So. Einmal abkippen. Gucken, ja, den Mist zeigt er auch an in der BGA. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann hat er erstmal ein bisschen zu verarbeiten. Das geht auch relativ schnell. Ist jetzt die Frage, was machen wir mit dem kleinen Kipper? Brauchen wir den noch? Eigentlich im Moment erstmal nicht, ne? Aber gut, lassen wir mal stehen. Der frisst ja kein Brot. Ist ja nicht schlimm. Das stört jetzt erstmal noch nicht. Aber ich glaube, auf Dauer können wir den abgeben. Weil den Big Body oben für die Ernte ist gut. Und wenn wir dann noch was für eine Ernte brauchen, dann bräuchten wir noch einen zweiten Big Body. Das wäre viel sinnvoller. Oder vielleicht ein Pacesetter oder sowas. Aber ich glaube, der kleine, der wird wahrscheinlich dann gar nicht mehr so gebraucht werden. So, und hier haben wir noch massenweise Silage. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich wollte die erst verkaufen, aber nee, nee, wir brauchen ja auf alle Fälle erstmal was für die Geschichte Tierversorgung. Die ist erstmal viel wichtiger, dass wir da erstmal ein bisschen was für die Kühe bereitstellen. Deswegen. Aber ich glaube, das machen wir hier unten besser mit dem Lizard. Mit dem hier werden wir doch zu lange brauchen, bis wir das alles hin und her gefahren haben. Das kippen wir jetzt nur mal da rein. Ach, Heu fehlt auch noch wieder. Uiuiui. Wir brauchen Heu. Aber wir haben ja noch eine Menge. Wir müssen nur einsammeln. Ich bin froh, wenn wir da mit der Einsaat ein bisschen vorangekommen sind. Wir gucken mal gerade, wie wir denn generell hier so stehen. Hier sind wir fast bei der Hälfte. Hier kommen wir jetzt auch viel besser voran. Das sieht gut aus. Bei der 16 können wir eigentlich dann auch schon einsehen. Ich weiß noch nicht, ob der mit der Condor kann. Das ist das nächste Problem. Eigentlich haben wir jetzt zu wenig Traktoren im Moment. Oder wir müssten Traktor tauschen. Dass wir den Bührer an die Einsaat an der 17 stecken. Und der Große kriegt die Condor, dann könnt ihr die 16 schon einsehen. Das wäre doch viel sinnvoller. Da könnten wir die Felder gleich bearbeiten. Weil so blockieren wir uns gegenseitig ein bisschen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und das werden wir jetzt ändern. Macht auch viel mehr Sinn. So. Okay, dann packen wir mal den Kipper, weil wir den ja im Moment eigentlich nicht brauchen. Erstmal hier in den Unterstand, dass wir auch so ein bisschen Ordnung mal wieder kriegen. Denn im Moment sieht das alles so ein bisschen wüst aus. Das ist nicht so gut. Das ist nicht gut. So, hier haben wir jetzt Platz. Wenn der Baum zumindest mal nicht stören würde. Also hier haben wir genug Platz jetzt. Das sollte für den Landhandel reichen. Hoffe ich jetzt, dass das so ausreichend ist. So, da ist der Grupper. Mal gucken. Die Sämaschine habe ich hinten dran eben kurz so einen Schatten gesehen. Weil wir haben ja festgestellt, dass der Bührer mit der Kombi auch sehr gut kann. Dann soll der da weiterarbeiten. Und dann kann der nämlich sich die Kondor schnappen und dann kann der nämlich auf der 16 schon einsehen. Dann kriegen wir das doch viel besser gebacken. So viel einfacher. So, einmal hier rein, Helfer raus. So, dann kuppeln wir hinten ab. War ein Stückel vor. Kuppeln vorne ab. Und dann tauschen wir hier. Denn dafür müssen wir nicht unbedingt unseren größten, stärksten nehmen, wenn der Kleine das auch hinkriegt. Ne? Das braucht es nicht. So, dann machen wir das mit dem hier weiter. Falsch abgekuppelt. Ja, habe ich. So, das läuft. So, und jetzt sehen wir, wir haben noch ein bisschen Mais. Nur 96% Dünger. Also ich weiß nicht, egal in welche Richtung. Ah, halt, Helfer raus. Egal in welche Richtung wir das machen, irgendwie wird das, egal in welche Richtung, immer knapp. Es wird immer eng. Ich weiß nicht warum. Aber gut, obwohl der Mais hält noch eine Zeit lang, ne? Wir haben jetzt relativ wenig verbraucht. Das geht.
Aber ich glaube, mit der großen Kombi kommen wir dann da relativ gut zurecht. Gerade unten auf der 20, das müsste reichen. Das müsste eigentlich locker reichen. So, der Grubber kommt auch gut voran. Wie gesagt, das kann der Bührer machen. Wir können jetzt auf der 16 schon mal einsehen. Dann werden wir auf der 16 Sojabohnen machen. Die dürfte ja eigentlich soweit vorbereitet sein. Jawohl. Sogar optimal vorbereitet. Da steht schon sogar direkt die richtige Fruchtsorte an. Das ist schön. So, weil wenn wir schon so viel Hightech haben, dann können wir das Hightech doch auch richtig nutzen, ne? Wären doch blöd, wenn wir das irgendwie da stehen lassen und nicht die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Ich glaube, jetzt haben wir sogar so ziemlich alle Traktoren außer dem E-Track im Einsatz. Das ist gar nicht verkehrt. So. Da müssen wir nur noch mal richtig ranfahren. So, und dann kann der hier doch auch loslegen. Das ist ja relativ schnell gemacht. So, Helfer, go. Und dann ist das auch okay. So, Mr. E-Track. Der kriegt jetzt auch eine ehrenvolle Aufgabe. Ich weiß zwar noch nicht welche, doch wir machen erstmal die Eier. Wir machen erstmal die Eier. Da ist jetzt schon wieder ein bisschen was zusammengekommen. Einmal wieder auffüllen. Oh, 2200 Liter ist doch schon eigentlich ganz vernünftig. Da kann man nichts sagen. So, dann können wir den wieder abkuppeln. Das ist erledigt. So, dann haben wir im Moment hier oben keine großen Aufgaben. Das heißt, wir fahren mit dem mal runter. Und dann werden wir uns unten noch ein bisschen um die Versorgung kümmern. Und dann passt das doch. So, die Kondor arbeitet fleißig. Der dreht schon da hinten. Die erste Spur ist schon fertig. So, und das hätten wir jetzt alles nach hinten gezogen, nur weil wir den falschen Traktor am falschen, an der falschen Maschine haben. Das ist natürlich doof. Aber so geht das eigentlich ganz gut, weil jetzt kriegen wir doch hier auf allen Feldern ein bisschen was gerissen, ne? Also wenn man sich das mal anschaut, hier geht es gut weiter mit der Mission. Hier wird gegrubbert, hier wird eingesät, hier wird eingesät. Eigentlich läuft das jetzt gerade sehr, sehr gut. So, und wir haben doch hier unten unseren Lizard sowieso stehen. Dann können wir mit dem jetzt noch so ein bisschen hin und her fahren und noch so ein paar Sachen jonglieren sozusagen. Denn da braucht man natürlich auch noch ein bisschen Volumen, was hin und her geschoben werden möchte. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, was wir an Heu haben. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie viel da drin ist. Das sieht sehr wenig aus. Ach so, das ist die Lampe. Ich dachte, das wäre die Digitalanzeige. Sorry. Das hat mich gerade eben etwas irritiert. Ich dachte, bei manchen Produktionen sieht man dann da oben auf so einem Digitaldisplay, wie viel drin ist. Und das sah eben so aus. Oh, da ist aber nicht viel. So, dann schauen wir mal hier rein. Befüllung starten. Wie viel wir da haben. Wir können auch in die Heuproduktion mal direkt reinsehen. Dass wir mal gucken, wie viel es ist. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das ist schon ein bisschen was. Ein paar Hackschnitzel haben wir noch. Da müssen wir bald wieder nacharbeiten. Also wir kriegen zwei Kipper raus, 60.000 Liter. Heu brauchen sie im Moment nicht dringend. Ja, dann machen wir einen vollen in die Produktion hier. So, einen vollen in die Mischfraktion. Einen vollen in die Heupellets und den Rest packen wir dann bei den Kühen direkt rein. Njom, njom. Ja, Billy. Hi, mein Schatz. Schnuff, 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 mein Mädchen. Hi. Jo. So, dann kann die schon mal loslegen. Ja, wichtig ist ja, dass die Produktionen immer irgendwie so ein bisschen laufen. Wenn sie laufen, dann verdienen sie Geld. Auch wenn nicht direkt, aber trotzdem. Und wenn sie nicht laufen, ja, dann kosten sie Geld. Das ist doof. So. Dann einmal hier die nächste Befüllung starten. In der Zeit schauen wir nochmal, wie es hier so auf unseren Feldern aussieht. Der hat über die Hälfte jetzt, das ist gut, 55%. Da hätten wir noch eine Düngemission, da hätten wir Ernte, Zuckerrüben auf der 13. Oh je. Olda, nee, never. Raps auf der 1, naja gut, Düngen ist klar. Feld 7, das wäre natürlich auch noch eine schöne Sache, aber im Moment geht es erstmal nicht, weil wir ja noch die Einsaat haben. Das sieht gut aus, 30.000 und dann dürfen wir noch einen kleinen Rest haben.
Die 30.000 packen wir in die Heupellets. Dann können wir auch gleich gucken, wenn wir da sind, ob noch Heupellets da sind, die wir zu den Kühen bringen können. Das ist das Schöne halt, weil ich jetzt die Produktion doch hier alle unten haben wollte. Der Kleine ist ein bisschen überlastet. Dass wir einfach sagen können, okay, wir haben ganz kurze Fahrwege und können eigentlich alles optimal ausnutzen. Und das ist für die Versorgung ganz wichtig, ne? Das ist ja wie im richtigen Leben. Versorgung ist wichtig, wenn kurze Wege da sind, ist es gut und schnell und alles andere umständlich. So, und auf der 17, der hängt schon wieder. Aber er hat deutlich mehr geschafft. Ich schätze mal, diesmal ist das Saatgut leer. Jawohl. Aber auch das kriegen wir hin. Ich denke mal, mit der großen kriegen wir das ein bisschen besser am Laufen. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur Saatgut. Dünger brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur ein bisschen Saatgut. Und da können wir uns von den Paletten was holen. Das dürfte dann wieder eine Zeit lang reichen. Ja, das ist für große Felder sind diese in Anführungszeichen kleinen Maschinen nicht so gut. Wobei, das ist ja keine kleine Maschine, ne? Die hat ja auch schon ihre paar Meter. Das ist eine ganze Menge Zeug. Wenn man die da mal so in Wirklichkeit sieht, das ist ein Riesenkoloss. Aber irgendwie kommt einem das auf einem großen Feld dann doch eher ein bisschen wenig vor. Aber an sich, wenn man so eine Maschine mal wirklich vor sich sieht, 6 Meter, das ist schon eine ganz schöne Menge. Also ich habe letztens auch wieder so eine kleine Feldspritze gesehen. Die hat, glaube ich, 6 Meter gehabt oder so, oder 8 Meter. Die sah schon gigantisch aus. Wenn man daneben dran mit seinem kleinen Autochen steht, das ist schon eine Hausnummer, ne? So, wo sind wir eigentlich hier? Gar kein Plan. Ich glaube, wir waren weiter unten, ne? Ach, hier unten oder oben? Unten waren wir doch. Ja. Nee. Doch richtig. Doch richtig. Doch richtig, doch richtig, doch richtig. Oder nicht? Hä? Hier ist doch schon eingesehen. Doch, da sind wir doch. Da sind wir doch. Eieiei, habe ich es gerade gar nicht gesehen. Da sind wir doch zu Hause. So, dann kann es hier wieder weitergehen. Helfer go. Gut, der läuft. Der ist auch leer. Aber das war ja abzusehen. Aber wir sind jetzt über die Hälfte. Das heißt, noch zweimal nachfüllen und dann ist gut. Das hält sich also soweit auch erstmal noch im Rahmen. Und wie gesagt, das ist jetzt das Riesenfeld 9. Also ich denke mal, auf Feld 20 brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Das sollte dann relativ problemlos laufen. So, dann einmal zum Hof. Ich bin ja auch blöd, ne? Wir können das doch rausfinden. Wir können doch einfach gucken, wenn wir unten das Feld 20 machen mit Saatgut. So, machen da zum Beispiel jetzt Mais drauf, 676 Liter. Das ist Pillepalle. Das kriegen wir ganz gemütlich hin mit der Maschine. Überhaupt kein Thema. Das kriegen wir ganz gemütlich hin. Das passt ganz locker. Also, für Feld 20 reicht die aus. Das heißt, die andere Kombi könnte man im Prinzip verkaufen. Das würde uns ja auch nochmal ein bisschen Geld bringen. Ja, schauen wir mal, wie das sich entwickelt dann. Aber ich glaube, das ist von der Richtung dann schon gut. Dann haben wir eine gute Einzelkornmaschine. Und können da eigentlich relativ schick mitarbeiten. Für Missionen wäre die andere natürlich cool, weil die nicht viel nachtanken muss. Ja, wenn wir den Fronttank noch mit Saatgut voll machen, ja, dann brummt die, aber so richtig viel ist es dann auch nicht. So, wir brauchen Saatgut. Jetzt gucken wir, bevor wir da anfangen, erstmal, ob irgendwo noch Paletten rumstehen, weil ich würde gern die Big Packs hier dann auch wieder loskriegen. So, dass wir die erstmal vielleicht füllen. Weil dann haben wir nämlich da auf alle Fälle ein bisschen mehr Platz hier. Das sieht doch wieder ordentlicher aus dann. So, das sieht doch schon gut aus, ne? Da haben wir doch schon mal wieder ein bisschen was weg. Dünger brauchen wir nicht. Das heißt, den Rest holen wir uns hier aus der Produktion raus. Mal gucken, dass wir wieder anständig da drunter kommen. Also von der Seite her gesehen anständig. Das sieht aber schick aus. So, und schon ist gut.
Wunderbar. Oh, ich liebe eigene Produktion, ne? Es macht es einfacher. Viel, viel einfacher. Man spart einfach einen Haufen Zeit. Man muss nicht zum Händler, man fährt einfach hin, füllt nach, gut ist. Muss nicht extra nochmal Geld ausgeben. Das haben wir sozusagen am Anfang einmal en bloc ausgegeben für die Investition. Aber mit jeder Befüllung rechnet sich das Ding. Wenn man dann die Kosten einfach mal mit dem Saatgut gegenrechnet, da hat sich unsere Anlage, glaube ich, mittlerweile schon amortisiert. Das dürfte schon locker wieder drin sein, das Geld. So. Dann geht es auf der 9 weiter. Viel ist es nicht mehr. Wir sind, also, was heißt viel ist nicht mehr? Ist schon ein bisschen, aber wir sind über die Hälfte. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen schon über den Berg und nähern uns so langsam dem Endspurt. Deswegen auch gut, dass wir hier eine bisschen bessere Arbeitsbreite haben. Ich denke mal, auf Feld 20 unten wird uns die Arbeitsbreite sehr entgegenkommen, weil wir da einfach dann schnell durchkommen und nicht viel Zeit verbrauchen. Ja, und Zeit ist ja immer so ein bisschen ein Faktor hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir waren relativ weit oben. Oh, da sieht man, wie groß das Ding ist, ne? 20 Hektar, Leute. Das ist ein. Das ist. Uiuiui, richtig groß. Richtig, richtig groß. Das ist verrückt. So, und irgendwo müsste jetzt gleich unsere Spur sein. Ich denke, hier vorne müssen wir hin. Wenn ich das jetzt noch so richtig habe. Genau, da ist es. Wunderschön. Dann können wir direkt hier weitermachen. Gut, Helferle, go. You may start und mach doch weiter. So, das sieht auch gut aus. Ich glaube, nur den Gruber müssen wir wahrscheinlich neu ansetzen dann. Aber der kann ja erstmal durcharbeiten. So, wie sieht es hier aus? Ja, wenn wir schon da sind, fahren wir gleich einmal durch. Ist zwar jetzt noch nicht viel, aber immerhin. Dann ist es gleich wieder sauber. Naja, ist doch schon wieder ein bisschen was geworden, ne? Also für die kleine Kehrmaschine ja schon wichtig, dass wir da regelmäßig fahren, weil ansonsten wird es zu viel. Helfer B hat die Arbeit erfolgreich beendet. Wer ist Helfer B? Da muss ich jetzt doch mal ganz kurz gucken. Aber bevor wir da gucken, gucken wir jetzt hier schnell. Weil da sieht es auch schon wieder übel aus. Das wird ja richtig viel, ne? Wenn noch ein paar Tiere dazukommen, wird das richtig, richtig viel. So, Helfer B. Das ist der Freund. Der ist schon fertig. Guck mal, wie schnell das jetzt ging. Und das hätten wir jetzt eigentlich sozusagen fast vergessen oder vernachlässigt. Und der konnte jetzt zwischendurch ganz gemütlich hier arbeiten und hat schon die Einsaat fertig. Ah, ja, wie gesagt, Koordination ist alles. Aber nicht alles, was gut koordiniert ist, funktioniert, wenn man nicht die richtigen Maschinen dafür benutzt. So, die können wir auch wegräumen. Sieht das gut aus? So, dann haben wir die auch soweit erledigt. Das ist sehr schön. So, jetzt haben wir eigentlich soweit hier oben alles am Laufen. Dann machen wir Folgendes. Wir sind ja noch hier unten zugange. Wenn wir hier mal schnell uns einmal Heupellets schnappen. Also manche Bäume müssen noch hier weg. Wir brauchen sowieso bald wieder Hackschnitzel. Also ich glaube, da können wir dann wahrscheinlich dann noch mal aktiv werden. So, und da kommen die nächsten 30.000 Liter. Das ist sehr schön. So, das können wir direkt den Kühen geben. Aber der Kleine hat ein bisschen zu kämpfen, ja. Ich glaube, wir müssen dann irgendwie das umgestalten. Ich bin echt noch am Überlegen. Gut, wir haben hier den JCB jetzt oben, den Kleinen frei. Da können wir mit dem hier unten arbeiten. Das geht dann ein bisschen einfacher. Weil der hat auch ein bisschen mehr Kraft. Das werden wir auch dann machen. Der hier ist ja überfordert ohne Ende. Also selbst mit Frontgewicht würde das genauso chaotisch aussehen. Boah, ich kriege den noch nicht mal gedreht hier. Das ist unglaublich. So, ich will nur abkippen. Genau, einmal Heupellets für die Kühe. So, dann sieht das doch auch schon langsam ein bisschen besser aus. Ja, hier füllt sie es. Jetzt guck mal hier, wir haben schon fast, oder wir haben schon über 1,5 Millionen Liter nur an Zeug hier drin. Wasser bräuchten sie auch bei Gelegenheit nochmal, aber das eilt noch nicht so sehr. So, das sieht gut aus, ist aber bei weitem noch nicht das, was wir brauchen. Das heißt, wir tauschen erstmal das hier. So, den fahren wir wieder hoch. Der ist eher oben für die kleinen Sachen geeignet.
Und dann fahren wir im JCB hier runter. Dann können wir auch noch ein bisschen Gras einsammeln. Wie gesagt, wir brauchen auch noch eine ganze Menge Heu und Silage. Und bei Heu ist das nächste Thema. Wir brauchen wahrscheinlich bald wieder Hackschnitzel. Wir haben nicht mehr viele. Das heißt, da werden wir uns wahrscheinlich dann auch in der Richtung noch orientieren müssen. Sprich, einen Hackschnitzel-LKW werden wir uns diesmal aber holen. Ich habe schon überlegt, ob wir den kaufen. Wir kriegen eh genug Geld rein, ne? Ich weiß aber noch nicht. Der kostet 200.000 Euro. Ist aber eine richtig coole Maschine. Macht relativ einfach und gut Hackschnitzel. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Da bin ich mir noch nicht so ganz einig, in welche Richtung das läuft. Aber noch haben wir ja Hackschnitzel. Es ist ja jetzt noch nicht so, dass wir schon hier auf dem Zahnfleisch gehen. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. So, dann fahren wir dem gerade runter. Och, und die Zeit ist schon längst wieder rum. Nee, wir fahren nicht runter. Wir machen Schluss für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Sorry, ich überziehe schon wieder. Ich bin so immer in Gedanken, dass man es meistens total verpennt. Nächste Folge mache ich ein bisschen kürzer. In dem Sinn, macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin, Servus und Tschüss.